Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play mit meiner Wenigkeit Paxis, Witcher 3. Wir müssen... Och, das ist gar nicht so weit weg, aber es sollte trotzdem... Ah, wobei, so viel wird sich's gar nicht nehmen. Ich glaube, ich reite einfach hin. Sei denn, mein Pferd erscheint nicht. Hallo? Da. Ja, nur noch zum Koch gehen, da das Zeug reinpacken. Und ein paar redanische Soldaten, die auf Wache gehen, weniger erzeugen. Und dann war es das schon und wir können zurückgehen, um quasi mit dem Raub anzufangen, auf den ich wirklich sehr gespannt bin. Ja, es regnet übrigens schon wieder, Gewitter, Donner, Blitz. Einer meiner Zuschauer, Kalinka, hat auch geschrieben, dass er, glaube ich, 80 oder 90% nur Sonnenschein und klarer Himmel hatte und er gar nicht, oder nicht nachvollziehen kann oder es krass findet, dass bei mir so viel regnet. Das ist, ja, was soll ich machen? Es ist einfach so. Ich verstehe es auch nicht und mir wäre es auch ehrlich gesagt lieber, wenn es nicht so wäre. Kriech wieder unter deinen Gestein. So. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist er verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Na toll. Na, geh mal in die Richtung. Ja, schön dunkel, aber egal. Ein bisschen Licht hier aus den Etablissements. Was werde ich von euch erfahren? Oh, klettern wir halt mal hoch. Was werde ich von euch erfahren? Dieser Horst Borsodi. Hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. So, ich schätze mal, die nächsten, also an dritter Stelle wird jetzt das Gespräch über den Koch stattfinden. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Wusste ich's doch. Besuche im Tagesverlauf den Garnisonskoch und überrede ihn, dir zu helfen. Mal gucken, ob ich da direkt meine neuen Axi-Künste anwenden kann, die ich gelernt habe, als wir das letzte Mal im Level aufgestiegen sind. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Aber ich glaube, wir müssen erst Besuche im Tagesverlauf. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch funktioniert, weil jetzt ist es ja Nacht. Ich renne erstmal hin, wir können dann immer noch meditieren. Zur Meditele. Oh. Ein Atem. Oh, Puh, der stinkt nach faulen Zähnen und Wodka. Lasst sie in Ruhe. Warum denn? Sollen wir lieber dich vögeln? Können wir machen. Aber dein Gesicht musst du in einem Sack verstecken. Lass sie zuerst gehen. Verschwindet, bevor ich euch fertig mache. Wir werden ja sehen, wer hier wen fertig macht. Schnappt ihn! Stopft ihm das Maul! Hallo, ich war noch Level 8, oh Gott. Komm schon, komm näher. Zweimal geboxt und das war's. Aber geil, wie viel die mir trotzdem abziehen, ne? Wenn die mich treffen, das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Bug? Habe ich keine Rüstung angelegt oder was? Ach ja, genau. Ach scheiße, Mann, ich habe diesen verzierten Müll noch an. Ich meine, sieht zwar super cool aus, aber wie ihr seht, habe ich... Oh, wie konnte ich denn das vergessen, ey? Kein Wunder, dass alle so viel Schaden bei mir machen. Ich bin echt komplett blöd. Krass.
Stiefel des Erlenvolks hat weniger Rüstung als die? What? Aber hat halt keine Buffs, ne? Krass. Oh Gott, naja, egal, ja, jetzt ist alles wieder okay. Bist du ein Hexer? Alles in Ordnung? Ja, ich hätte es auch alleine geschafft. Aber trotzdem danke. Du hättest es geschafft? Gegen diese Männer? Ganz alleine? Klar doch! Knie in die Eier, Ellbogen in die Kehle, fertig! Schlau. Soll ich dich nach Hause begleiten? Hey, langsam! Ich bin dankbar, aber ich steige deshalb nicht mit dir ins Bett. Ich begleite dich nur, mehr nicht. Wenn das so ist... Ja, komm. Über das Bett können wir ja reden, wenn dann, ne? Wenn wir da angekommen sind. Ich bin ja ein Kavalier. Meister Hexer, hilfst du den Leuten immer umsonst? Manchmal umsonst. Meistens gegen bezahlt. Puh, ich hatte schon Sorge, dass du nicht ganz normal bist. Die Hexenjäger verteidigen. Ach toll, zu schnell gelaufen. Du hättest dir die Mühe wirklich nicht machen müssen. Das mag sein. Aber sicher ist sicher heutzutage. Pass auf dich auf. Wachsende Nachbarschaft. Ja, setz dich erstmal hin, Mäuse. Nein, ich bin keine Hexe. Wir haben nur gerade miteinander geredet, verdammt nochmal. Ein Erfahrungspunkt. Also das war ein Quest, das hätte man schon viel eher aber wahrscheinlich mal sehen können, wenn wir hier nachts langgelaufen wären. Aber da bin ich halt wahrscheinlich nie und deswegen, ich sehe nicht, wie tief sie runtergehen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen haben wir es jetzt erst entdeckt. Und halt ein bisschen später, waren wir deutlich overlevelt. Aber krass, kaum hat man keine geilen Klamotten an, da machen sogar Level 8 Typen einen totalen Schaden. So, wir gehen mal bis tagsüber, mal gucken. Das müsste er ja sein. Er sitzt also schon rechtzeitig da. Aber gut, wer Fische fangen will, muss zeitig aufstehen. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Erforderliche Täuschung für 2, du wirst mir kostenlos helfen. Nö, aber ich glaube, selbst wenn ich es hätte kostenlos haben können, hätte ich ihn trotzdem die 500 bezahlt. Also das hat er sich einfach verdient. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? 500 ist wahrscheinlich wirklich extrem viel für die Leute da. So, wo sind wir denn jetzt hin? Achso, jetzt müssen wir schon wieder zurück zur Hütte, okay. Machen wir das mal. Es geht gleich los! Es geht gleich los! Bin schon extrem gespannt, weil wie gesagt... Was für eine geile Idee, einen Raubüberfall in so ein Mittelalterspiel einzubauen. Das ist echt sehr geil. Ich bin gespannt, wie es abläuft. Ich hoffe halt, es geht alles gut. Aber es wird halt noch irgendein Haken ist logischerweise noch dran. Aber ich hoffe, dass es alles gut geht und sich niemand krass verletzt oder stirbt. Das wäre echt schade. Hallo. Wieso rede ich mit dem? Hallo. Bis dann. Na? Und das Halsgeschmeide der Gräfin Yvonne von Lan Exeter, das warst du, oder? Oh ja. Ich bin an einer Dachrinne hoch und in ihre Schlafkammer. Ha, ich wusste es, ich wusste es. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Recht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer.
Quinto bricht das Schloss auf, wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Ich denke, der Typ will alleine abhauen und uns dann quasi den Wachen überlassen. Das kommt mir zumindest so vor. Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat zwei Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Toll. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Was ist mit der Schatzkammer? Wie ist die gesichert? Mit einer Tür. Aber damit dürftest du zurechtkommen. Weitere Probleme beheben wir, wenn sie sich ergeben. Sonst noch was? Der Typ erinnert mich auf jeden Fall auch an einen Schauspieler, aber ich komme nicht auf den Namen. Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Tschö. Na schön, machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Wie wäre es mit Masken? Es gibt keine Stadt im Norden, in der keine Steckbriefe mit meinem Gesicht aushängen. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Ah, mich vor allem, ein Hexer. Sehen uns dort. Mann, du weißt ja, wie man Mitarbeiter motiviert. Na egal, bis dann. Halte dich gegen Mitternacht am Tor zum Auktionshaus der Borsodisau. Machen wir mal hin. Ah, es regnet schon wieder nicht mehr. Das geht ja gerade schnell. Aber es wird nicht lange dauern, bis es wieder regnet. Keine Angst. So. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, eure eigene Hexe? Ich bin sehr... Wo ist jetzt lang hier? Sehr, sehr gespannt und wir meditieren jetzt. Sieh an. Ein frühes Vöglein in unserem Kreis. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Der Typ wollte doch eine Maske haben. 3, 2, 1. Freie Bahn. Los mit dir. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Ratten zeigt's. Patrouille markiert.
Eine Minute. Los! Und dir, Militele, heilige Mutter, bewahre uns. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Wir streiten später, verlass dich drauf. Stimmt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Königsmaske. Passt. Ah, stimmt, die Sachen hier drin können wir rein theoretischerweise klauen. Das ist ja nicht schlimm. Also, das trifft, glaube ich, keinen Falschen. Ich traue mich nicht, Licht anzumachen. Ich meine, wir haben ja Katzensinne. Ach, die Statue stand nach unten, oder? Also bei dem Auktionsding drin war, stand die ja unten. Was ist das? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Kommentar. Artikel zusammen mit dem Rest des von E-Anwesens erworben. Zur Auktion gestellt. Startpreis 1 Krone. Keine Gebote. Meine Liebe, gib nicht auf. Es ist noch eine Woche hin, bis du den Ophirer heiraten sollst. Ich denke mir etwas aus. Vielleicht bekomme ich bis dahin das Geld. Vielleicht überzeugen meine Tränen deinen Vater. Vielleicht erhören die Götter unsere Gebete. Und falls nicht sie, dann vielleicht irgendein Teufel. Wenn es nicht anders geht, werde ich durch das Fenster in den Tempel springen und dich vom Altar fortreißen. Wir fliehen an einen weit entfernten Ort, an den Rand der Welt, wo uns niemand finden wird. Du schreibst von Traurigkeit. Auch ich spüre ihre Schwere. Ich denke ständig an dich, daran, wie wir bei einer Flasche Wein bis zum Morgengrauen bei der Akademie saßen und du unser Traumhaus und das Sägemehl auf dem Boden gezeichnet hast. Daran, wie wir an den Docks unsere Füße ins Wasser hielten und ich gar nicht aufhören konnte, über deine schlüpfrigen Lieder zu lachen. Ich küsse das Medaillon mit deinem Bild, bevor ich schlafen gehe und nachdem ich aufwache. Ich schwöre dir bei allem, was heilig ist, wir werden für immer zusammen sein. Bleib tapfer. Ich liebe dich, dein Ohr. Odir, Okrir, Odim, oder wie der Typ heißt? Das war wahre Liebe. Mehr? Nee. Wir sind ja jetzt eh Diebe, von daher, was soll's. Das war's anscheinend. Tja, dann mal nach unten. Ich mach das Licht sicher, jetzt haben wir mal aus. Was sind denn eigentlich meine Schwerter? Habe ich die draußen liegen lassen, oder? Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? Ja, doch erstmal Licht machen. Okay, hier ist nichts. Oh, ist das spannend. Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache!
Ich hätte im Käfig bleiben sollen. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen. Ach du Scheiße. Ich sehe vor allem nichts. Machen ja so gut wie keinen Schaden, ey. Weil die müssten doch eigentlich unsere Holzschwerter total vom Zerschneiden kaputt hacken. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln! Gnade, Meister! Bei drei gehen wir rein. Eins. Zwei. Einen Schritt weiter. Und es stirbt jemand. Halt, halt! Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Rückzug aus dem Auktion, ich stecke mich nicht hinter Unschuldigen. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Sagte raus, erzähl mir einen Witz, bring uns einen Wagen mit Pferden. Wir wollen einen Wagen und Pferde. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich das hernehmen? Willst du lieber Särge suchen? Er meint es ernst! Stichhaltig. Wagen also. Was für ein? Ihr könnt runterkommen. Die Schatzkammer ist offen. Der Wagen, in dem Radovid zur Krönung fuhr und kein anderer, spielt keine Rolle, solange er fährt. Wir sind nicht wählerisch. Irgendeinen Wagen mit Rädern, die rollen. Gut. Wird erledigt. Im Gegenzug müsst ihr die Geiseln freilassen. Wie viele? Alle. Hältst du mich für blöd? Keine Chance. Ich lasse eine frei, die anderen später. Du weißt, dass das nicht geht. Hier ein Kompromiss. Eine lasse ich jetzt gehen, die anderen, wenn der Wagen da ist. Also gut. Einverstanden. Melitele sei Dank! Aber wenn ihr irgendwelche Tricks versucht oder bummelt, rollen Köpfe. Verstanden? Ganz ruhig. In einer Viertelstunde hört ihr die Pferde wiehern. Matko! Scherdreff! In die Ställe! Laufschritt! Gut gemacht. Tja, Jungs. Ihr müsst ohne mich weiter. Bei sowas werde ich nicht mitmachen. Es gibt nur einen Ausgang. Durch die Schatzkammer. Nein. Den Schornstein gibt es auch noch. Da passe ich schon durch. Du aber nicht, Hexer. Du hast keine Wahl, fürchte ich. Los, runter. Musste das so ausgehen? Oder
hätte ich die auch schneller besiegen können, so dass wir nicht überrascht werden von dem Typ und Alarm ausgelöst wird. Ich überlege gerade, ob ich nochmal lade und gucke, ob ich schneller kämpfe, ob das funktioniert. Ich kann jetzt nicht speichern. Was? Oh. Naja, so oder so, die nächste Folge dann. Liken, kommentieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.